Normalerweise ist sie auf Sumatra zu Hause. Die Titanwurz mag es also sehr warm und sehr feucht. Die Besichtigung dieses Naturspektakels ist also eine schweißtreibende Angelegenheit. Und ja, die Pflanze stinkt, und zwar ganz schön übel. Das stinkt. Faulig, verwesend, würde ich sagen. Ein bisschen nach Schimmel, ein bisschen nach Pilz. Also so, wie man im Herbst durch den Wald geht. 2,17 Meter misst die Titanwurz vom Boden bis zum Ende des riesigen Kolbens. Hitze, Gestank, das ist den Botanikfreunden egal. Die Blüte muss unbedingt fotografisch festgehalten werden. Den Beginn der Blüte hat übrigens kaum jemand mitbekommen. Gegen 4 Uhr morgens ging es los. Die Hüllblätter fangen an, sich vom Kolben zu lösen, gehen nach außen. Der Kolben produziert Wärme und Duftstoffe, dieses, was hier so extrem stinkt, dient dazu, Fliegen anzulocken, Aasfliegen, die dann den Titanwurz bestäuben sollen. Die Pflanze ist noch weitestgehend unerforscht. Unklar ist zum Beispiel, wie die Titanwurz es schafft, den Kolben auf rund 37 Grad aufzuheizen. Das passiert, um die Geruchsstoffe besser verteilen zu können. Was man von außen sieht, ist übrigens nicht die Blüte. Das, was Sie hier sehen, das ist die größte Blume der Welt. Mit den Einzelblüten unten in diesem, ja, nach diesem kleinen Schaft kommt dieser grüne, nicht gespaltene, darunter sitzen die Blüten ringsrum. Im unteren Bereich weiblich und im oberen Bereich ringsherum männlich. Schon morgen wird das Spektakel vorbei sein, dann fällt die ganze Pracht zusammen und die Titanwurz zieht sich in die rund 30 Kilo schwere Knolle zurück, um dann irgendwann wieder für einen Besucheransturm im Botanischen Garten Kiel zu sorgen.